Einen schönen guten Tag, liebe Jedi. Willkommen zurück auf dem Berg bei Star Wars Jedi Survivor. Alles klar. Wir können hier durch oder nicht oder doch? Ich habe mich nämlich gerade gefragt, ist das ein Shortcut? Maybe it is. Er dürfte uns, glaube ich, zu dem unteren Bereich führen, wo wir vorhin schon waren. Let's have a look. Oh, nee. Das ist ein... Ach, was? Ach, Moment! Ja, moin! Oh, wir landen. Das ist dieser Schacht, in dem ich drin war. Und ich mich gefragt habe, was zum Teufel ist das hier? Ja, guck dir das mal an. Es ist ja der Shortcut des Todes. Du sippst dich einfach mit der Leine hier hoch. Und dann gehst du einfach hier lang. Besser mit dem Aufzug weiter nach oben. Das heißt, wenn wir sterben sollten, absolut kein Problem. Ich meine, wir haben oben einen Meditationspunkt. Das macht den Weg natürlich noch ein bisschen kürzer. Aber trotzdem, für den Fall, dass ich jetzt nochmal irgendwie dahin muss, kommen jetzt irgendwie aus Gründen nicht an den Meditationspunkt oder sonst irgendwas, weil wir haben ja auch eigentlich auch eine Schnellreise, deswegen weiß ich auch nicht trotzdem, was dieser Aufzug bringen soll. Dann ist es schon ein bisschen komisch, aber rein theoretisch ist es gut, dass wir es nutzen können. Also die Option zu haben, ist nie verkehrt. Wenn wir hier dann auch zu diesem Gipfelkamm besser gesagt hinkommen. Okay, let's go. Bam. Alright. Alter, das ist wirklich Krieg der Sterne. Wie diesen deutschen Titel von Star Wars damals. Scannen. Forschung in großer Höhe. Ja, das ist richtig. Ja, geht ziemlich weit runter, muss ich sagen. Okay, und da sollen wir hin. Da findet die letzte Schlacht statt, oder was? Alles klar. Die sehen modifiziert aus. Wahrscheinlich für diese Höhe. Wahrscheinlich muss ich den hier so ein bisschen... Ups. Das war so nicht richtig. Moment, sag mal gleich. Ja, ist zu weit. Das kriege ich nicht hin. Ich brauche zwei. Ich brauche einen, der hier so ein bisschen... Moment, sag mal gleich. In zwei überhaupt? Ich bin mir nicht sicher. Okay, der andere verpufft automatisch. Ich muss höher. I don't fucking know. Wie soll ich denn das schaffen? Noch weiter oder was? Höher noch weiter. Also, sobald ich einen zweiten nehme, verpufft der automatisch. Moment, das ist nicht der richtige Weg. Hierhin. Oder hierhin. Nee, da kann ich nicht dran klettern. Okay, ich verstehe. Ja gut, jetzt verstehe ich, wie der Hassel läuft. Alles klar. Ich habe gedacht, ich muss da direkt hin. Aber nee, der hier ist näher dran. Ja, das sieht doch. Ja, das sieht doch schon eher aus, als könnte ich das schaffen. Okay, perfekt. Ich war schon ein bisschen verwirrt so. Ey, was mache ich denn jetzt falsch? Das gibt's doch nicht. Komm ich hier hoch? Warte mal. So. Ja, perfekt. Ja. Ich wollte wissen, ob hier irgendwas oben ist. Nee. Okay, das heißt, ich muss von hier aus da so dreifach jumpen. Ich hoffe, das reicht.
gut aus. Okay. Jetzt haben wir ihn hier. Jetzt muss ich darüber, denke ich mal. Roger. Flieg, mein Kleiner. Jetzt. Das hat funktioniert. Ist das so, weil er in die Richtung blickt, dass ich da... Dass das meine Rückfahrkarte ist, oder? RB plus Y. Ach, nur um das hier zu finden, oder was? Sie kann das bestimmt für uns entschlüsseln. Eine Datendisk. Okay. Boah, gut. Dann ging es wahrscheinlich mehr so darum. Pass gut auf dich auf, ja? Okay, jetzt muss ich trotzdem nochmal. Ja, verdammt. Muss ich trotzdem nochmal hierhin zurück. So. Aber es geht ja relativ fix. Also ihr seht, die Sprünge passen vom Timing her sehr gut. Ich muss nicht viel nachjustieren. Ich habe immer so das Gefühl, das Ding ist zu weit. Ich komme nicht dran, aber... Der Abstand ist doch großzügiger, als ich dachte. Beziehungsweise der Haken geht sehr weit. Okay, let's go. Ja. Oh Gott. Diese Spruchpassage, Alter. Das habe ich noch nie in einem anderen. Ich mache gerade Anführungszeichen Souls-like gesehen. So viele Sprungpassagen, holy fuck. Die Raiders waren schon hier. Ja, sieht sehr danach aus, sonst wären die toten Sturmtruppler hier nicht überall. Der tote Raider gibt's auch noch. Kann ich hier durch? Ja. Fange ich dann damit an? Dagegen werfen? Ah, Moment. Wie wechsle ich denn nochmal? Hier. Gute Arbeit. Machen wir uns auf den Weg nach oben. Aber hier ist doch noch irgendwas. Geht nicht auf. Muss von oben da rein wahrscheinlich, ne? Anders wie... Ja, anders wie geht das hier nicht. Okay, ich muss erstmal wieder hier raus und dann von oben eben wieder rein. Ah. Sehr gut. Jawohl. Ja, nice. So, jetzt müssen wir wieder auf BD1 wechseln. Bauen hier unsere Kristalle. Gut, das haben wir weggeschmolzen. Kann ich den Rest hier auch wegschmelzen? Ach so, okay. Bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Nee, ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, der Hauptsinn war eher, dass ich dieses Ding hier jetzt mit rausnehmen kann. Damit ich hier rüberkomme. Ich denke mal, das wird's sein, oder? Ja. Hoffentlich bist du einsatzbereit. Sieht nach einem Feuergefecht aus. Hier ist noch was. Viel Glück. Ja, wir schaffen das. Bob, der Meister. Ihn abschütteln. Weiß ich zwar bei Sesel nicht. Ja. Wir messen den Meditationspunkt und dann gehen wir weiter. Okay. Muss
aber sagen, ich bin bisher echt wenig krepiert beim Bosskampf, bei ein paar anderen Kämpfen gegen Rancor zum Beispiel oder so. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass die Kämpfe bisher eigentlich relativ gut liefen. Das ist mir ein bisschen schwerer vorgestellt, aber muss auch nicht unbedingt sein, ne? Ich sehe dich auch. Ja, da ist noch ein schwarzer Mann. Die fighten da oben. Ey, ich will mitmachen. Lass uns ganz schwach. So ein Kratzer. Schwach. Das muss besser werden. Alter! Okay. Und dann wird's eng. Bin in der Luft! Vorrücken! Letzter Versuch! Ziel verfehlt! Jawohl! Der ist auch so gut wie tot. Deine Niederlage ist sicher. Oh boy. War noch irgendwas? Nö. Druidikas. Die nehmen wir als Schutzschild. Macht ist ziemlich erschöpft. Wer wagt das? Ziemliche Frechheit. Ein bisschen Hilfe, Kumpel. Die Plattform ist wohl gerade woanders. Okay. Ah, guck mal. Das war's. Halt! Polizei! Bleiben Sie stehen! Herr Tafont, bringen wir Sie zu See. Weitere Datendisk. Deutlich muss da hoch. Ah, ein Shortcut. Oh, das ist. Ist der Shortcut, ja. Mit unserem treuen Freund kommen wir da drüben auf die Plattform. Ich wüsste aber nicht, warum ich das soll. Also jetzt hierhin zurückkehren macht wenig Sinn. Wir müssen erstmal hier. Erstmal gucken, dass wir diesen Aufzug hier irgendwie in Gang kriegen. Aber der führt uns nach oben. Ja, ich bin tot, ne? Wie viel dazu? Ich liebe die Druiden, das sind so geile Gegner. Danke, BD. Halt dich fest. Das wird ja immer besser. Ah, hier. Der Jedi soll nur kommen. Morgen. Perfektes Timing. Wow. Das war ich dir schuldig. Ich suche einen Landeplatz. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Der Controller vibriert wie verrückt.
Okay, perfekt. Hier ist noch ein weiteres Echo. Was habt ihr mit dem Observatorium vor? Was? Wir befolgen nur Befehle. Nur ein Bauer. Hast du ein Kommunikationsgerät bei dir? Ja. Aktiviere es. Jetzt. Mein Name ist Dagon Gera. Euer Angriff hier ist gescheitert und die Leben eurer Soldaten sind verwirkt. Ich habe getan, was ihr verlangt habt. Lass mich gehen. Gut. Warum hat man Dagon gerade nicht gesehen? Habt ihr gesehen, da waren so seine Haare zu sehen? Ja, danke EA. Ja, beziehungsweise Respawn Entertainment. Mhm, gutes Spiel. Sehr gut! Hier! Alles gut! Ich bin okay! Bist du das also? Okay, wenn du das sagst. Gnade! Ach, scheiße! Oh Gott, das ist ja richtig wild. Ui! Dann haben sich die ganzen Jahre auf diesem Provinzplaneten. Tschüss! Ich krieg dich schon! Da kommt noch mehr! Strecke er sie nieder. Fange ich mit dem Ding dann an? Wo soll ich dann mit hin? Da hoch? Sehe ich nicht ganz. Geh erstmal kurz hier rein. Vielleicht finde ich hier noch irgendwas. Ah, der Aufzug. Ja, sehr gut. Das war wichtig, damit wir einen weiteren Shortcut haben. Wir können dann einfach direkt hier hoch. Ich muss mich nicht wieder durch diese ganzen Passagen durchspringen. Plus Y. Falscher Button-Input. Jämmerlich. Wurde auch Zeit. Versuch's nochmal. Du hast mich warten lassen, Lady. Dagon Gera hat mich auserwählt, um ein erbärmliches kleines Leben Dagon zu retten. Dagon Gera hat blablabla. Bla, bla. Hat der Meister schlecht gewählt. Schöner Treffer. Alles brennt. Hasse diese Kerle. Gerissen. Los mit... Hey, Kumpel, Stim! Volltreffer. Komm, Alter. Das war gar nichts. Mit dir macht's Spaß. Nicht anfassen. Ja, nur guck, nicht anfassen. Bam. August, Faust von Ravis. Legendären Gegner besiegt. Vielleicht hat er den Kompass gefunden. Wir müssen uns beeilen. Stimmt. Ich drehe um. Bis bald. Hey, wo bin ich denn jetzt? Ah, okay. Unter uns ist die Plattform mit dem Shortcut. Das heißt, wir sind eine weitere Ebene nach oben gekommen. Hm. Die geht von der anderen Seite auf. Ja, aber wie komme ich auf die andere Seite? Das ist die Frage. Geht die Tür auf? Nicht danach raus, ne? Nee. Hä? Okay, und jetzt? What now? Fehlt mir irgendwas? Mich irritiert es immer noch so ein bisschen, dass ich diese... das hier hatte. Dass ich das hier so rausfeuern kann, aber warum?
Wohin? Fall das mal raus. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Ist das jetzt unter mir? Nee. Ach, keine Ahnung. Da muss ich die Tür wieder unter Strom setzen. Ist hier noch so eine Stromquelle? Ach, da drüben. Guck mal. Hier. Krieg ich das? Ah ja, warte mal. Von hier nicht, aber von hier. Da ist unser Mann. Da ist der Mann. Ja, komm. Was ist das? Jawohl. Aha, hier muss ich rüber. Okay, let's go. Nicht das schon wieder. Dann einmal hier runter. Rüber. Scheiße. Autsch. Das hat gezwiebelt. Ich hab was geschafft. Ah! Gott. Kein Scheiß. Dann bin ich runter. Tut mir leid, dass du warten musstest. Ich habe vor der Landung ein paar Bedlam-Fliegen zerquetscht. Kein Problem. Vor uns ist ein ganzer Schwarm von denen. Bist du bereit, Bruder? Holen wir uns den Kompass. Ja, das Fluggerät, was du da hast. Gibt's hier fast keine mehr, was? Sie haben die Bedlam Raiders unterschätzt. Ich sag dir eins. Deggan mag wahnsinnig sein, aber er hat eine Armee, die an ihn glaubt. Sie glauben, er führt sie nach Tenalor. Nur über meine Leiche. Okay. Soll ich das jetzt wieder aktivieren? Was ist das? Jetzt? Ups, ich hab das Ding abgerissen. Ah, ich sehe schon da hoch. Der einzige Weg führt nach oben. Kommst du schon, Sammler? Schrottsammler. Hm. Das hat nicht so gut funktioniert. Okay, Moment. Das versuchen wir gleich nochmal. Wie soll ich denn da hochkommen? Aber jetzt könnt ihr es schaffen. Ah, okay. War nicht hoch genug, das Ding. Sesam, öffne dich. Oh, hier ist noch was. Gnadenlose Raserei. Gleich habe ich zwei Erfahrungspunkte, dann kann ich mir wieder was leisten. Wenn wir im nächsten Meditationspunkt sind, werde ich mal gucken, was wir dafür noch ausgeben können. Ich muss mir so ein Ding hier dran haken, oder was? Ach du Scheiße. So ist also der Plan. Okay. Was sind das für Sprungpassagen, Alter? Das ist ja echt heftig. Okay. Da ist ein Meditationspunkt, aber ich habe leider noch nicht zwei Punkte voll. Es fehlt halt echt nur so ein Zipfel. Ich müsste eigentlich noch einen Gegner besiegen. Dann dürft's hinhauen. Hä? BD1 wollte irgendwas? Da war da eine Werkbank. Er ist eben vom Rücken runtergestiegen. Aber warum? Okay, vielleicht weil ich meditiert habe. Ich weiß es willst nicht. Willst du diesen Knopf wirklich drücken? Haben wir eine Wahl? Gut, dann los. Mann, sieh dir das mal an. Unglaublich,
einfach unglaublich. Sieh dir diese Technik an. Weißt du, meine Tochter liebt den Jedi. Hoffentlich kommt er nicht zu. Wenn der Gen. Wenn er entkommt, sehen wir ihn nie wieder. Dann sollten wir das Tempo erhöhen und dafür sorgen, dass das nicht passiert. Das sind die ganzen Raiders. Einer für dich, einer für dich. Nett von dir, dass du teilst. Okay, er ist gehackt. Wird ein Kampf. Bereit, Bruder? Ich glaube, gehackte Gegner bleiben auch. Datenbank? Achso. Ja, ich glaube, gehackte Gegner bleiben auch gehackt. Also die bewegen sich nicht mehr. Da habe ich zwar einen zweiten Punkt. Aber am Ende warte ich aber noch, bis ich den dritten habe. Bei drei Punkten kann ich mir dann noch ein bisschen was höherpreisiges leisten. Okay, und jetzt? Stehe ich hier. Achso, natürlich. Kannst du das den Code schließen, BD? Na, guck mal. Neue Freunde. Ich bin bei dir, Kerl. Das wird ihnen nicht gefallen. Ich kann die nicht kontrollieren. Warum? Hey, Kumpel! Nehme die Verfolgung auf. Alter, was zum Teufel ist hier los? Los, immer weiter! Stimmt, hierher! Ich brauche ein Stim. Komm da raus. Das ist ziemlich frech, wenn man mich fragt. Wisst ihr, mir geht nicht zugeschmissen. Aber man merkt, dass es langsam gegen Ende geht. So. Feuer frei. Wir haben die Party gefunden. Oh, der ist jetzt wild. Beschütze mich. Ich will. Wie ist das? Netter Versuch. Ich werde niemals auf dich hier. Ja, jetzt haben wir mich in der Ecke. Gute Aktion! Achte auf den Explosionsradius! Er ist ein unsterblicher NPC. Ihm dürfte das, glaube ich, nicht viel ausmachen. Zurück mit dir! Ach, diese Welle, ey. Jedes Mal. Vorwärts! Ich werde Ihre Verteidigung tun. Geben Sie sich mehr Mühe. Vorsicht! Granate! Granate! Jemand für Runde 3? Ist das schon die dritte Runde? Ich hab nicht mitgezählt. Was machst du da eigentlich mit diesem Ding? Jedi-Zeug. Mach dir keine Sorgen. Jedi-Zeug. Angeber. Wir bauen das doch jetzt garantiert für irgendwas, oder? Ja, ich komme nämlich nicht durch. Gibt es doch garantiert. Ah ja, guck an. Boah, super knapp.
cool. Netter Fund. Bringen wir sie zu See. Allerdings. Aber wie komme ich da hoch? Machen wir erstmal die Tür auf. Ach, Moment. Geht es auch, innerhalb eines Raumes, dieses Ding? Guten Tag, das geht ja. Machtessenz erhalten. Maximale Macht erhöht. Geil. Okay. Aber rein theoretisch müsste ich jetzt hier wieder raus. Weiß aber nicht, ob der Sprung reicht. Na, ich riskier's mal lieber nicht. Also für den Secret Room hier war das schon gut. Frage jetzt, wo geht's jetzt weiter? Bin mir jetzt nicht sicher, ob das nur für den Secret Room war oder ob ich den Raum jetzt nochmal drehen muss oder so. Also den Raum muss ich, glaube ich, nicht nochmal drehen. Davon gehe ich jetzt mal stark aus. Wahrscheinlich muss ich auf die andere Seite. Ich würde gerne noch in den nächsten Bereich, bevor wir die Folge beenden. Beziehungsweise schauen. Na, hier hoch macht keinen Sinn. Wie ist dieses Zeug durch? Ja. Au! Au! Ja, die Richtung ist schon richtig. Komisch, was ist nur für diesen Raum hier, ne? Was sagt denn die Karte? Da draußen, ja. Zack, zack, hier rein. Es ist halt nicht mehr weit, ne? Wir sind eigentlich fast da. Okay. Aber dann hätte ich gesagt, machen wir hier an dieser Stelle Schluss. Und ich sage schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Star Wars Jedi Survivor. Wir nähern uns mit langsamen Schritten Richtung Ende dieses Spiels. Und ich bin mal gespannt, was uns jetzt nochmal am Ende erwartet. Ob wir nochmal... Also wir werden wahrscheinlich einen finalen Fight gegen Darren Dagger haben. Aber ob uns dieser Kampf gelingen wird und was danach uns noch erwartet, das erfahrt ihr dann in den nächsten Episoden von Star Wars Jedi Survivor. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht es gut, bis dann. Tschüss.